ist los? Du erinnerst dich an Meisterin Kiwix und ihren Padawan Kira? Das hier sind General Farsatra und Dr. Eli Tarnes. Wir reden gerade darüber, wieso die Republik im Geheimen eine Waffe gebaut hat, die ganze Planeten zerstören kann, ohne zuvor die Jedi zu konsultieren. Meine Arbeit kann man kaum als Waffe bezeichnen. Es ist die humanste Militärtechnologie, die jemals erfunden wurde. Einmal aktiviert, überlädt der Planetenfänger die obere Atmosphäre eines Planeten und verwandelt ihn in eine riesige Ionenkanone. Jedes Raumschiff, das den Planeten anfliegt oder verlässt, wird vollständig außer Gefecht gesetzt. Die ideale Kontrolle von Feinden, ohne Opfer. Habt ihr die Sicherheit dieses Planetenfängers getestet? Wir waren dabei, einen Feldtest zu starten, als diese sinnlose Debatte begann. Ungeachtet dessen habt ihr es zugelassen, dass eure Dateien mit den Entwürfen von gewöhnlichen Dieben gestohlen wurden. Ich bezweifle, dass die Diebe überhaupt ahnen, was sie da haben. Außerdem sind die Dateien verschlüsselt. Unsere Leute folgen jeder möglichen Spur. Bei allem Respekt, alter Freund. Meint ihr nicht, es ist an der Zeit, dass die Jedi eingreifen? Meisterin Kiwix und ich müssen mit dem obersten Kanzler sprechen. Ich brauche dich hier, um diese Entwürfe zu finden. Darum soll also ich mich kümmern? Ich habe meinen Kampf und du hast deinen. Du bleibst auch hier, Kira. Deine Kompetenz in Sachen Sicherheit könnte von Nutzen sein. General, wir haben eine Spur der Diebe. Das ist Agent Galen vom Strategischen Informationsdienst. Agent Galen, diese jungen Jedi werden euch unterstützen. Vor 32 Stunden haben Diebe ein Militärlager überfallen. Sie haben Waffen, Versorgungsgüter und Dateien über das Planetenfängerprojekt gestohlen. Der Anführer der Diebe hat einen Fehler gemacht und sein Gesicht einer Überwachungskamera gezeigt. Wir konnten ihn in unserer Verbrecherdatenbank finden. Vistis, ein rhodianischer Schmuggler, der sogenannten Händlergilde der Migranten angehört. Ein Haufen gemeiner Verbrecher. Warum sollten fremdartige Verbrecher ein Militärlager ausrauben? Es ist Zeit, mit dieser Gilde zu reden. Niemand redet mit diesen Mördern. Die Gilde ist ein gewalttätiges, gut bewaffnetes Verbrecherkartell. Nur ein Jedi könnte in ihr Hauptquartier einbrechen. Oh je, ich muss mich einen Moment hinsetzen. Entschuldigt mich. Agent Galen, benutzen wir doch euer praktisches Sicherheitsnetzwerk, um die Verbrecher abzulenken. So haben mein Freund und der Dieb ein wenig Zeit für sich. Wenn ihr wisst, es findet, kontaktiert mich. Die Dateien haben oberste Priorität. Aber versucht auch, das übrige Diebesgut zurückzuholen. Viel Glück. Kapatonka, Chisa Bichawanki, Chi Atocha. Inohagua Bontagu, Chubalong Haku. Kilia umpasa dobiska wumpa hupa. Agent Galen, ich glaube, ich habe unseren Dieb gefunden. Holt euch die gestohlenen Entwürfe und eilt zurück. Es ist jetzt geschehen, Agent. Dieser Holokanal ist nicht sicher. Ich unterweise euch im Senatsgebäude. Galen Ende. Ich habe eure Dateien. Aber dem Dieb ist es gelungen, eine entschlüsselte Kopie an die schwarze Sonne zu übermitteln. Krant, startet ein Diagnoseprogramm. Findet heraus, was in diesen Dateien war. Ihr habt die gestohlene Militärhardware gefunden. Gut, wir brauchen sie. Während ihr fort wart, ist Dr. Tarnes entführt worden. Wer ist dafür verantwortlich? Keine Ahnung. Aber sie sind gut organisiert und gefährlich. Ein Sicherheitsteam unter Kiras Führung hat die Verfolgung aufgenommen. Doch die Entführer haben sich getrennt. Moment, ich empfange ein Signal. Agent Galen, ich habe die Kerle festgenagelt, aber sie wollen nicht aufgeben. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch in Schach halten kann. Sie steckt in der Klemme. Sie braucht Verstärkung. Sagt mir, wo ich sie finden kann. Kiras Notruf kam vom Raumhafen. Die Entführer versuchen vielleicht, den Doktor von hier wegzubringen. Ihr müsst die Entführer aufhalten, ehe sie mit Dr. Tarnes entkommen. Beeilt euch!
Gerade noch rechtzeitig. Die Leute hier haben Mut, aber wir sind geringfügig in der Minderheit. Da sind mehr als ein paar schießwütige Kerle auf dieser Startrampe. Die Entführer drohen damit, Dr. Tarnis zu töten, aber sie könnten bluffen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie ihn überhaupt haben. Bluff oder nicht, der Doktor ist in Gefahr. Also, wie gehen wir vor? Ich kann es nicht riskieren, dass sie Tarnis töten. Wir machen es auf die harte Tour. Dann solltet ihr nicht allein gehen. Ich habe mir einen Tarnfeldgenerator aus Agent Galens Büro geborgt. Er macht mich praktisch unsichtbar. Ich schleiche mich zuerst rein und wenn ihr angreift, überrasche ich ein paar von denen. Was meint ihr? Ich möchte nicht, dass ihr verletzt werdet. Keine Sorge, ich kann kämpfen. Ich bin nur wegen meiner Meisterin noch ein Padawan. Ich habe jede Prüfung bestanden. Meisterin Kiwiks denkt, dass ich nicht ernsthaft genug für einen Jedi bin. Aber ich arbeite daran. Gebt mir eine Chance. Soweit ich weiß, gibt es keine Regeln, die verbieten, dass Padawane an Kampfmissionen teilnehmen. Klasse. Jetzt seht ihr mich? Jetzt nicht mehr. Ich nehme meine Position ein und warte auf euer Signal. Lasst uns den Doktor retten. Abschaum. Eines Tages kriege ich euch. Er hat meinen Tarnfeldgenerator zerstört. Naja, es hat jedenfalls Spaß gemacht, solange es gedauert hat. Ist Teamarbeit nicht toll? Ihr habt euch wie ein wahrer Jedi benommen, Kira. Moment, davon brauche ich ein Holo. Das will ich Meisterin Kiwiks vorspielen. Kein Zeichen von Dr. Tarnis. Das gibt der Sache irgendwie einen Dämpfer. Wir waren die Köder. Jetzt werdet ihr euren kleinen Doktor nie wiedersehen. Ach, wirklich? Gebt mir eine Minute mit diesem Kerl. Ich bring ihn zum Reden. Ihr habt eine Minute und nicht länger. Die Sache ist die, er muss gar nicht reden. Nicht, wenn ich einfach seine Gedanken lese. Was? Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Raus! Der Doktor ist im Hauptquartier der Schwarzen Sonne. Sala hat ihn. Lasst mich in Ruhe! Billige Schurken glauben einfach alles. Ich kann keine Gedanken lesen, Blödmann. Ihr habt mich ausgetrickst. Clever, Kira. Sehr clever. Die Schwarze Sonne ist ein wichtiges Verbrechersyndikat. Was auch immer sie von Tarnis wollen, wir retten ihn besser schnell. Ich werde mit meinem Sicherheitsbeauftragten hier aufräumen. Agent Galen wird einen Bericht wollen. Dr. Tarnis ist gerade die geringste unserer Sorgen, General. Die gestohlenen Daten enthielten nicht nur Details über den Planetenfänger, sondern über jeden Waffenprototypen und jede Forschungsanlage. Unsere mächtigsten experimentellen Waffen. Und die Schwarze Sonne hat nun Zugang dazu. Wie konnte das geschehen? Was erhofft sich die Schwarze Sonne von all dem? Sie könnten ein Vermögen damit machen, unsere Geheimnisse an unsere Feinde zu verkaufen. Wir müssen schnell handeln, um diese anderen Waffen zu sichern. Wo sind sie? In 3 Forschungsanlagen. Minimale Verteidigung, damit sie nicht auffallen. Sie sind verwundbar. Meisterin Kiwiks und ich werden uns aufteilen und 2 beschützen. Und ich übernehme die 3. Der spannende Teil liegt bei dir. Dr. Tarnis retten und die kopierten Dateien von der Schwarzen Sonne zurückholen. Wir sind zum Abendessen wieder hier. Kira wird ebenfalls hier bleiben. Wenn Agent Galen aufgebrochen ist, werden ihre Computerkenntnisse benötigt. Sie kann sehr impulsiv sein, aber gib ihr eine Chance. Ihr werdet ein gutes Team bilden. Sie übertreibt es hin und wieder, aber ich mag sie. Sie kämpft mit emotionalem Ballast, wie es viele junge Jedi tun. Denkt immer daran. Wir sollten aufbrechen. Möge die Macht mit uns allen sein. Ich bringe euch zu euren Schiffen, meine Freunde. Ehe ich aufbreche, stelle ich euch all meine Ressourcen zur Verfügung. Im Gebiet der Schwarzen Sonne ist eine taktische Sondereinheit im Einsatz. Erfahrene Sicherheitsoffiziere, die diese Kriminellen schon seit Monaten bekämpfen. Fliegt zu diesen Koordinaten. Redet mit Sergeant Nidalio. Er kann euch helfen, Dr. Tarnis zu retten und die kopierten Dateien zurückzubekommen. Diese Mission ist zu wichtig, um zu versagen. Ich nehme jede Hilfe, die ich bekommen kann.
Ich werde ihm sagen, dass ihr auf dem Weg seid. Unterschätzt die schwarze Sonne nicht. Töten ist eins ihrer Hobbys. Und sie sind gut darin. Kira ist auf dem Weg. Ich verschaffe ihr direkten Zugang zu unserem Sicherheitsnetzwerk, bevor ich aufbreche. Viel Glück. Corporal, holt ein Colto-Pack für den Mann. Alle anderen für die Evakuierung vorbereiten. Agent Garland schickt mich. Was ist passiert? Schwarze Sonne. Das ist nicht mehr nur noch eine Bande. Das ist eine Armee. Wir haben ein Gebiet um ihre Basis für euch gesichert. Sie haben mit Militärwaffen zurückgeschlagen. 6 meiner Leute sind dabei umgekommen. 7, Sir. Jaren hat es nicht geschafft. Wir sind nicht für diesen Kampf ausgerüstet. Nicht mehr. Wir können euch nicht helfen. Kein Grund zur Panik. Uns fällt schon etwas ein. Bei allem Respekt. Aber ihr habt keine Ahnung, was euch da erwartet. Wir kämpfen nun schon seit Monaten gegen die schwarze Sonne. Mit ihren neuen Waffen und Rüstungen sind sie unaufhaltbar. Seht uns an. Wir sind halb tot und sie haben kein einziges Opfer zu beklagen. Es gibt keine Hoffnung auf Sieg. Wenn ihr jetzt aufgebt, sind eure Soldaten umsonst gestorben. Wollt ihr das etwa? Was ist mit dem Mann in der Basis, der auf seine Rettung wartet? Wollt ihr ihn einfach im Stich lassen? Das ist ein Moment der Wahrheit, Sergeant. Gebt ihr auf und lasst das Böse gewinnen? Oder steht ihr auf und kämpft? Ich komme mit euch. Aber ich werde meine Männer nicht bitten, uns zu folgen. Das müsst ihr auch nicht. Der Jedi hat recht. Dieser Abschaum darf uns nicht besiegen. Ich bin dabei. Ich wollte schon immer mal an der Seite eines Jedi kämpfen. Ihr müsst das Sicherheitsnetzwerk der Basis ausschalten, damit wir reinkommen. Sobald das Netzwerk deaktiviert ist, greifen wir den Hintereingang an. Ihr geht von vorne rein, wir treffen uns in der Basis. Seid alle stark. Wir sehen uns drinnen. Also Beeilung, Leute! Los, los! Harnes, wir haben alles für euch riskiert. Die Daten gestohlen, die Entführung vorgetäuscht. Ist das jetzt der Dank? Ihr habt als Lohn ausreichend Waffen und Panzerung erhalten, um die schwarze Sonne unbesiegbar zu machen. Unbesiegbar? Da ist ein Jedi, der meine Basis zerlegt. Das ist eure Schuld. Wir hätten niemals einem Sith trauen dürfen. Wenn ein Jedi hinter euch her ist, Sala, hat das nichts mit mir zu tun. Ihr werdet mit dem Betrug an der Republik nicht davonkommen, Dr. Tarnis. Mein Name ist Lord Tarnis. Ich habe meine alte Hülle abgelegt. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Beendet euren sinnlosen Kampf. Das Schicksal von Coruscant ist besiegelt. Ergebt euch. Wir haben euch umzingelt. Freut mich, dass ihr mit von der Partie seid. Das wollte ich nicht verpassen. Tötet sie alle! Ich fasse es nicht. Wir haben gerade Sala ausgeschaltet. Das wird die schwarze Sonne so schnell nicht vergessen. Wir haben ein paar gute Soldaten verloren. Doch dieser Sieg verleiht ihrem Tod eine Bedeutung. Eure Männer haben tapfer gekämpft. Ihr solltet stolz sein. Danke, dass ihr diese Mission geleitet habt. Die schwarze Sonne wird bald Verstärkung schicken. Gibt es eine Spur von dem Mann, den ihr retten solltet? Da seid ihr ja. Wir haben Salas Holo-Gespräch mit Tarnis abgefangen. Ich fasse es nicht, dass er ein Sith ist. Aber das ist nicht mal das Schlimmste. Der Planetenfänger-Prototyp hier im Labor ist eine Fälschung. Tarnis hat den echten Planetenfänger gestohlen. Verfolgt das abgefangene Holo-Gespräch zurück. Verwendet es, um die Operationsbasis unseres Siths zu finden. Ich arbeite schon daran. Wir brauchen euch hier im Senatsgebäude. Kira, Ende. Anscheinend hat eure Arbeit gerade erst begonnen. Wir werden euch nicht aufhalten. Lebt wohl, Jedi. Ein wissenschaftlicher Leiter. Ein Sith. Wie kann ich die Republik beschützen, wenn ich meinen eigenen Leuten nicht trauen kann? Tarnis' gesamtes Technikteam ist mitsamt dem Planetenfänger verschwunden. Sie sind ebenfalls alle Verräter. Die Sith wollen, dass wir in Panik geraten. Lasst euch nicht von Furcht beherrschen. Tarnis wird den Planetenfänger gegen Coruscant einsetzen.
Er könnte uns für immer hier festhalten und die Republik lähmen, indem er uns als Geisel nimmt. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, das zu verhindern. Ich werde ihn aufhalten, General. Aber dazu muss ich wissen, wo er ist. Das ist mein Stichwort. Ich habe das Holo-Gespräch verfolgt, das wir von der Basis der Schwarzen Sonne abgefangen haben. Tarnis hat von Sektor 439 aus kommuniziert. Justicar-Gebiet. Tarnis weiß, dass wir dort nicht willkommen sind. Justicare sind eine paramilitärische Bürgerwehr. Sie haben einen Sektor übernommen und haben alle Verbindungen zum Rest von Coruscant abgebrochen. Sie mögen keine Besucher. Bürgerwehr, sagt ihr? Inwiefern? Viele Justicare sind Ex-Militärs der Republik, die nach Hause zurückkehrten, nur um festzustellen, dass Verbrecher ihre Nachbarschaft kontrollierten. Sie sind der Meinung, die Republik hätte Coruscant an das Verbrechen verraten. Also nehmen sie die Sache selbst in die Hand. Die Justicare sind gut trainiert und bewaffnet. Doch sie interessieren mich nicht. Der Sith Lord macht mir Sorgen. Ihr solltet Tarnis nicht allein gegenübertreten. Ich mag zwar nur ein Padawan sein, aber ich kann euch helfen. Wenn so viel auf dem Spiel steht, sind zwei Jedi besser als einer. Haltet Tarnis auf, bevor er den Planetenfänger gegen uns einsetzt. Das Schicksal der Republik liegt in euren Händen, Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Oh, Jedi, den Sternen sei Dank. Ich sehe nirgendwo einen Planetenfänger. Das ist nicht gut. Wir waren solche Narren. Tarnis, er ist ein Sith. Ich bin gekommen, um ihn aufzuhalten. Was ist hier geschehen? Tarnis hat uns ausgetrickst. Er sagte, ihr Jedi wollt das Projekt beenden. Er wies uns an, den Planetenfänger hierher zu bringen, ihn sicher zu verwahren. Wir dachten, wir retten die Republik. Wir haben Tarnis den Prototypen gebracht. Er ist auf uns losgegangen, hat alle getötet. Ich muss wissen, wo Tarnis hin ist. Keine Ahnung, aber er hat den Planetenfänger mitgenommen. Der Prototyp erzeugt eine immense Hitzesignatur, wenn er aktiviert wird. Macht einen Thermalscan, dann findet ihr Tarnis. Der Planetenfänger braucht Zeit, um Energie aufzubauen. Genug Zeit für euch, um ihn zu zerstören. Rettet Coruscant. Armer Mann, das hat er nicht verdient. Ich starte einen Thermalscan von einem dieser Terminals. Kommt. Thermalscan läuft. Der Techniker hatte recht. Das nenne ich ein Signal. Ortung läuft. Na also, Sektor 167, Koordinaten 8863. Soll das ein Witz sein? Das Signal kommt aus den Ruinen des Jedi-Tempels. Ich dachte, der Jedi-Tempel wäre im Krieg zerstört worden. Die Trümmer sind in den unteren Ebenen verteilt. Die Ruinen des Tempels liegen mitten in einer Gefahrenzone, die Hüttenstadt genannt wird. Leute gehen hinein, aber kommen nicht mehr heraus. Hier in der Nähe ist ein alter Aufzug, der hinunter zur Hüttenstadt führt. Ich hoffe, ihr seid auf alles vorbereitet, denn das ist alles, was ich weiß. Wenn ein Sith darunter kann, können wir das auch. Hoffentlich kommen wir heil unten an. Und er nicht. Ich bin bereit. Also los. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Coruscant, Vater. Der Planetenfänger wird in wenigen Minuten positioniert. Der Republik bleibt keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Du kehrst zu mir als Held des Imperiums zurück, mein Sohn. Ein Sieg auf der ganzen Linie. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Was denn, Tarnis? Hat der Plan etwa eine Lücke? Was für eine Schande. Seid ihr hier, um zu sterben, Jedi? Ich sterbe nicht so schnell. Habt ihr das noch nicht begriffen? Kleinkriminelle zu bekämpfen ist eine Sache. Jetzt stellt ihr euch einem Sith. Lenke deinen Zorn, mein Sohn. Lass dir von diesem Jedi nicht den Moment deines Triumphs rauben. Dein Blut fließt durch meine Adern, Vater. Ich kann nicht versagen.
Jedi Abschaum. Ihr habt meinen Sohn getötet. Dafür wird er sterben, Meister. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ihr habt keine Ahnung, was ihr angerichtet habt, Jedi. Ihr könnt euch an keinem Ort der Galaxis vor meinem Zorn verstecken. Ich fürchte euch nicht. Kommt ruhig her, wann immer ihr wollt. Ich werde euer Volk unvorstellbare Qualen erleiden lassen. Milliarden werden euretwegen sterben. Wir kontrollieren bereits eure geheimen Waffeneinrichtungen. All diese Macht gehört nun uns. Ich werde den Tod meines Sohnes an der gesamten Republik rächen. Und ihr werdet euch vor mir verneigen, ehe ich euch sterben lasse. Euer Groll richtet sich gegen mich allein. Es besteht kein Anlass, anderen zu schaden. Wenn sie sterben, werdet ihr leiden. Und ich will euch leiden sehen, ehe euer Ende kommt. Sagt euren armseligen Meistern, dass Darth Angral zurück ist. Dieses Mal wird es kein Mitleid geben. Was für ein Charmeur. Ich vermisse ihn jetzt schon. Der Planetenfänger ist offiziell Schrott. Sieht so aus, als hätten wir Coruscant gerettet. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Kira. So sehr ich diese giftigen Ruinen auch mag, vielleicht sollten wir zurück zum Senatsgebäude. Damit konnte niemand rechnen, Meisterin Satil. Nicht einmal der Hohe Rat der Jedi. Wir haben es seit Wochen gespürt, General. Hättet ihr uns von eurem Geheimprojekt erzählt, wären wir vielleicht in der Lage gewesen, dieses Desaster zu verhindern. Da ist er, der Held von Coruscant. Willkommen zurück, mein Junge. Coruscant ist sicher, aber ich musste den Planetenfänger zerstören und Tarnis töten. Ja, das haben wir gehört. Wir wissen auch, dass Tarnis Darth Angrals Sohn war. Die Kommkanäle der Republik werden seither mit Drohung und Racheschwüren von diesem Irren überschwemmt. Hat einer von euch diesem Mann jemals gegenübergestanden? Ich kenne ihn nicht. Darth Angral persönlich hat die Truppen angeführt, die Coruscant im letzten Krieg geplündert haben. Er war wütend, als der Imperator das Abkommen unterzeichnet hat. Sieht so aus, als wäre er zurück, um zu beenden, was er begonnen hat. Das Imperium hat sich öffentlich von Darth Angrals Taten distanziert. Angeblich ist er abtrünnig. Es ist eine Lüge, aber der Senat weigert sich, eine militärische Antwort zu bewilligen. Aus gutem Grund. Weder die Republik noch die Jedi sind auf einen weiteren Krieg vorbereitet. Wir würden verlieren. Milliarden würden sterben. Und wenn der Feind unsere eigenen Waffen gegen uns richtet, werden Milliarden sterben. Tarnis hat Informationen über unsere streng geheimen Projekte an seinen Vater übermittelt. Wir haben die Übertragung zum Planeten Ort Mantell zurückverfolgt. Darth Angral muss dort eine Basis haben. Ihr müsst sie für mich finden. Wenn wir ihn in seinem Lager aufstöbern, könnten wir diese Krise auf der Stelle beenden. Ich bezweifle, dass sich Angral auf dieser Welt aufhält. Aber sein Spionagenetzwerk findet ihr dort sicher. Meister Orgus spürt Größe in euch. Ebenso wie ich. Die Mission gehört euch. Ich komme mit. Meisterin Kiwiks hat mich hier zurückgelassen, damit ich euch zur Seite stehe. Einverstanden. Nehmt Kira mit. Lehrt und beschützt sie, als wäre sie euer eigener Padawan. Soweit ich das beurteilen kann, kommt Kira sehr gut allein zurecht. Wie ihr hat sie großes Potenzial, doch sie braucht Anleitung, um es zu erschließen. Wir werden uns besser kennenlernen, das wird nett. Ich muss den Hohen Rat über diese Entwicklungen informieren. Eine sichere Reise, junger Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Alles, was ich jemals wollte, war, die Republik zu beschützen. Ich war hier stationiert, als das Imperium Coruscant angriff. Ich habe gesehen, wie der Jedi-Tempel zerstört wurde. All die Padawan und Meister, die ihr Leben ließen. Für sie begann ich mit der Waffenforschung. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Waffen werden das Verlorene nicht zurückbringen. Vielleicht nicht. Aber ich kann wenigstens das Imperium davon abhalten, weitere Grausamkeiten zu begehen. Am Raumhafen wartet bereits eines unserer besten Raumschiffe auf euch. Euer Astromech-Droide trifft schon die Startvorbereitungen. Auf Ort Mantell herrscht Bürgerkrieg. Niemand darf dort landen. Dockt an der Orbitalstation an und kontaktiert mich. Viel Glück. Senatorin, verstehen Sie doch, die Reparatur von Coruscants Infrastruktur ist grün-stumpfwinklig.
Wir brauchen eine schwarze Winkelhalbierende, um die rote Parallele zu erreichen. Das ist zwecklos. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich bitte um Geduld, wenn ich mich unverständlich ausdrücke. Ich formuliere es klarer. Die unteren Ebenen sind äußerst beunruhigend und voller Unfälle. Aktive Helfer können das Problem lösen. Ich gebe auf. Habt ihr eine Ahnung, was der Botschafter-Droide sagen will? Ich dachte, Botschafter wären für gewöhnlich organisch. Dies ist eine außergewöhnliche Situation. Ich bin Senatorin Oranda und das ist Pataka von der Gree-Enklave. Bevor ihr fragt, die Gree sind ein entlegenes Volk von Isolationisten. Sie waren am Bau von Coruscants ursprünglicher Infrastruktur beteiligt. Wir haben sie um Hilfe bei den Reparaturen gebeten und sie haben diese Droiden geschickt. Welche Teile der Infrastruktur müssen denn repariert werden? Energie, Wasser und Müllverarbeitung. Dinge, die fürs Überleben dieser Welt unabdingbar sind. Der Krieg hat große Teile Coruscants verwüstet. Die Enklave benötigt Rohstoffe und bietet dafür die Umkehr von Coruscants gelb-konkavem Zustand an. Zu diesem Zwecke stehen wir für einen weißen Scheitel bereit. Gree-Droiden scheinen in Gree-Mustern zu sprechen. Ich muss dieses Kauderwelsch verstehen, um Coruscant wieder aufbauen zu können. Ich drücke mich einfach aus und bitte um Verständnis. Der Handel steht vor großen Schwierigkeiten. Meine Repräsentanten werden bei den Reparaturen angegriffen. Feuer, Schäden, Furcht. Können Sie mir folgen? Etwas Bedrohliches hindert euch bei der Ausführung eurer Aufgabe? Das ist eine zutreffende Annahme. Ihr Verständnis ist wirklich gut. Coruscant ist auf diese Reparaturen angewiesen, um weiter zu bestehen. Pataka, die Repräsentanten müssen diese Gefahren einfach überwinden. Unmöglich. Meine Repräsentanten brauchen Hilfe von jemandem, der Feuer, Schäden und Chaos gewohnt ist. Eine schwarze Winkelhalbierende, verstehen Sie? Das klingt nach einer Aufgabe für einen Jedi. Jedi? Ah, sogar die Gree kennen ihre Natur. Jedi sind zugleich schwarze Winkelhalbierende und rote Gleichseitigkeit. Ich werde die schwarze Winkelhalbierende mit nützlichen und wertvollen Dingen entlohnen, die es nur in der Enklave gibt. Meine Repräsentanten werden Ihnen Ihre schwarzen Kugeln erklären. Das sind kühne und gewagte Missionen. Sprechen Sie mit ihnen und hören Sie zu. Dort gehe ich nie wieder hin. Nicht nochmal zum blauen Neuneck. Jetzt bin ich gelb-konkav. Mein Rahmen ist für alle Zeiten beschädigt. Und wofür? Undankbare Menschen. Wie hast du dir diese Schäden zugezogen? Feuer, Rauch, Klingen. Die Bewohner der unteren Ebene haben mich unzählige Male angegriffen. Meine Rückkehr ist ein Wunder. Ich gehe nie wieder dorthin. Coruscants Wasserversorgung ist zum Erliegen gekommen. Pataka gab mir den Befehl, die unterbrochene Wasserversorgung in der unteren Ebene zu reparieren, um das Wasser zum Fließen zu bringen. Ich hatte schon einen Plan, um Patakas Befehl zu erfüllen. Alles war eine orangefarbene Kugel, bis ich die untere Ebene erreichte. Dann wandelte es sich zu einer grünen Senkrechten. Was genau ist geschehen? Ihre primitive Sprache vermag mein Leid nicht auszudrücken. Elende Verdorbenheit. Unglaublich senkrecht. Einfach zu viel. Pataka hat mir nichts von den tödlichen Feinden in den unteren Ebenen erzählt. Die vielen Angreifer und Waffen zeigten mir, dass ich dort nicht willkommen bin. Ich konnte der schwarzen Sonne entkommen und das Gerät ist noch intakt, aber die Reparatur steht noch immer aus. Coruscants Wasserversorgung braucht dringend mein Gerät, um wieder zu fließen. Kann ich dein Gerät zur Wasserversorgung bringen? Sie bieten sich als schwarze Winkelhalbierende an? Welch erfreuliches und unerwartetes Angebot! Zum Dank biete ich Ihnen geniale Erfindungen der Gree an. Nehmen Sie meine Erfindung und bringen Sie sie an der Wasserversorgung an. Sie müssen zuvor jedoch ein paar Ventile in der Nähe schließen, um keine Explosion auszulösen. Seien Sie vorsichtig, die grünen Senkrechten der schwarzen Sonne greifen sicher an. Ich wünsche Ihnen eine blaue Tangente und eine unversehrte Wiederkehr. Hey, was soll denn das? Weg da, aber ein bisschen plötzlich. Das ist unsere Wasserversorgung und wir mögen sie kaputt. Und jetzt weg hier. Was habt ihr Kinder hier verloren? Wir leben hier. Niemand hat ein Recht, an unseren Sachen rumzuspielen. Wir brauchen dieses Wasser. Wir haben kein Geld und nirgends sonst in diesem Distrikt gibt es kostenloses Wasser. Wenn diese Quelle versiegt, werden wir sterben. Was ist mit euren Eltern passiert? Sie sind im Krieg gestorben, okay? Wir sind jetzt auf uns alleine gestellt. Wir wollen in Ruhe gelassen werden. Das ist der einzige Platz, den wir haben und die einzige Möglichkeit, um zu überleben. Könntet ihr euch einen anderen Platz suchen, wenn ich euch ein paar Credits gebe? Ja, das wäre ein Anfang. Dazu braucht es aber einiges. Das sollte für dich und deine Freunde reichen. Wow! Ich habe noch nie so viele Credits gesehen.
Damit kommen wir eine ganze Weile klar. Danke. Die Systeme zeigen eine intakte Wasserversorgung nach oben an. Sie haben meine Erfindung einwandfrei an der Wasserversorgung auf der Ebene der schwarzen Sonne angebracht. Meine Hochachtung. Eine Gruppe von Kindern hat das Wasser der kaputten Wasserversorgung benutzt, um damit zu handeln. Eine fehlerhafte Wasserversorgung ist nicht für unreife Lebenszyklen geeignet. Die Reparatur diente ihrer Sicherheit. Das saubere Wasser fließt wieder und nährt die oberen Ebenen. Die Leidtragenden von Coruscant profitieren von der Genialität der Gree. Dank ihnen entwickelt sich meine schwarze Kugel zu einer violetten Parallelen. Wenn ich Pataka davon berichte, wird er es begeistert der Senatorin weitergeben. Ich bin froh, dass das Leben auf Coruscant nun besser ist. Die Infrastruktur des Stadtplaneten zeigt noch etliche Schwächen. Weitere Verbesserungen sind dringend anzuraten. Ich habe Ihnen eine geniale Erfindung der Gree versprochen. Dieses Gerät wurde extra für Sie entwickelt, als Zeichen meiner Anerkennung und Wertschätzung. Ich werde die Systeme von Coruscant weiter verbessern, um die Wasserversorgung der oberen Ebenen sicherzustellen. Ich bin Ihnen überaus dankbar. Betriebseinheiten müssen immer die Drecksarbeit erledigen. Pataka ist kein besserer Verwalter als ich, aber ich muss hier den Müll verarbeiten. Womit habe ich diesen weißen Spitzwinkel verdient? Ich bin ein Jedi-Ritter. Ich möchte bei den Reparaturen behilflich sein. Jedi? Ah, ich muss meine Einschätzung von Patakas administrativen Fähigkeiten wohl korrigieren. Zumindest ein wenig. Pataka gab mir den Auftrag, die Müllverarbeitungssysteme von Coruscant zu optimieren, um die Organe der Einwohner vor Schmutz, Krankheiten und Giften zu bewahren. Aber die Agnor-Zweifußschweine haben die Gree-Erfindung aus der Müllverarbeitungsanlage gestohlen. Ohne diese Gree-Optimierung können sie Schmutz, Krankheiten und Gifte unkontrolliert verbreiten. Eine Seuche steht kurz bevor. Wir müssen sofort handeln, bevor es zu spät ist. Sie verstehen die Dringlichkeit der Lage. Sie verfügen über eine für ihre Spezies erstaunliche Auffassungsgabe. Die Agnor-Zweifußschweine, die die Optimierungslösung gestohlen haben, wissen nichts von den eingebauten Peilsendern. Ich habe die Koordinaten des gestohlenen Geräts. Pataka gewährt der schwarzen Winkelhalbierenden republikanische Credits zur Entlohnung, sobald das Gerät zurückerlangt wurde. Auf mein Wort, es wird geschehen. Das ist die erwartete Antwort, schwarze Winkelhalbierende. Warum also Atmungsfunktionen darauf verschwenden? Die internen Peilsender verraten mir, dass sie mir die Optimierungslösung bringen. Ich registriere außerdem ein Hilfsgesuch der Agnor-Zweifußschweine. Seltsam. Du solltest mal einen Blick auf dieses Datenpad werfen. Die Agnor-Zweifußschweine wissen meine Arbeit zu schätzen und bewundern meine Fähigkeiten. Welch unerwartete Anerkennung. Dank der zurückerlangten Optimierungslösung läuft Coruscants Müllverarbeitung wieder. Die Verbreitung von Dreck, Krankheiten und Giften geht zurück. Die Seuche ist abgewendet. Die violette Parallele ist wiederhergestellt. Die schwarze Winkelhalbierende. Sehr schön. Ihre Hilfe wird benötigt. Ich bin Inika, eine Forschungseinheit. Bitte fragen Sie einfach nach, wenn sich Ihr Verständnis ins Weiße verschiebt. Ich bemühe mich um einfache Worte für ein besseres Verständnis. Ich weiß deine Mühen zu schätzen. Gewiss. Coruscants Energie kommt aus der Hüttenstadt. Die Dunkelheit kommt aus der Hüttenstadt. Die Senatoren und Händler von Coruscant sind blind. Die Energieverdunklung muss aufhören. Du sprichst von Stromausfällen? Ja, vielleicht verstehen wir uns ja doch. Die Hüttenstadt befindet sich auf den untersten Ebenen von Coruscant. Dort gebären die Generatoren der Gree Elektronen zum Verzehr durch die Maschinen. Aber bösartige Druiden durchtrennen die Energieleitungen und verschieben ihre Funktion ins Gelbe. Die bösen Druiden müssen aufhören und die Leitungen wieder repariert werden. Warum durchtrennen die bösartigen Druiden die Energieleitungen? Alle Druiden in der Hüttenstadt wurden beim Angriff des Imperiums beschädigt. Nun sind sie verdorben. Ich kenne die Energieleitungen und weiß, wo wir sie violett verschieben müssen. Als schwarze Winkelhalbierende können sie viele böse Druiden ausschalten. Mit den eingepflanzten Informationen und unserer Werkzeugkugel-Reparaturmutter in ihren Händen können sie die Reparatur durchführen. Klingt das machbar? Klingt machbar für mich. Hervorragend. Rote Tangenten umgeben uns. Sie werden es schaffen, schwarze Winkelhalbierende.
Energieverdunklung ist vorbei. Die Leitungen funktionieren wieder. Ich habe es auf unseren Bildschirmen beobachtet. Sie haben auch viele böse Droiden zerstört. Gut gemacht. Dein seltsames Lob war es wert, Droide. Denken Sie daran, dass die Technologie der Gree ausschließlich für die Enklave gedacht ist. Versuchen Sie nicht, sie zu kopieren, oder Sie werden dem grauen Pentatop zugeführt. Die schwarze Winkelhalbierende ist erfolgreich zurückgekehrt und wir bilden die rote Parallele, Senatorin. Der Handel zwischen der Enklave und der Republik ist erfolgreich. Ihr wart also erfolgreich und konntet allen Repräsentanten der Gree bei den Reparaturen der Infrastruktur helfen? Es gab Schwierigkeiten, aber die Macht war mit uns. Die Enklave hat ihren Teil der Abmachung gehalten, Senatorin. Coruscant hat die violette Gleichseitigkeit erreicht und die Enklave erbittet eine Gegenleistung der Republik. Botschafter-Droide Pataka, in der Republik gibt es noch weitere Welten, die von der Genialität der Gree profitieren würden. Ich schlage ein offizielles Abkommen zwischen der Republik und der Gree-Enklave vor. Was haltet ihr davon? Streben Sie nach einer blauen Parallele mit der Enklave? Diese Aussicht ist unerwartet, erfreulich und einladend. Wir sollten sofort einen weißen Scheitel einberufen. Ich bin froh, dass ich der Bildung dieser neuen Allianz behilflich sein konnte. Eure Taten haben uns gezeigt, dass die Gree-Technologie beim Wiederaufbau der restlichen Republik von unschätzbarem Wert ist. Ich danke euch für eure Mühen. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich es mit diesen Droiden aufgegeben. Das wäre ein teurer Fehler gewesen. Meine Hochachtung, schwarze Winkelhalbierende. Sie waren eine große Bereicherung für diese Zusammenarbeit. Und sie werden angemessen belohnt werden. Endlich, mein neuer Herr. Ich bin C2M2, Steward auf diesem Schiff. Welch ein Glück, dass ich Ihnen dienen darf. Droiden kann man immer gebrauchen. Meine T7-Einheit hat sich als unbezahlbar erwiesen. Die T7-Reihe ist ein sehr gutes Gebrauchsmodell. Ich bin programmiert, um für Ihr leibliches Wohl zu sorgen. Droiden der C2-Reihe stehen für modernste Fortschritte in zahlreichen Bereichen. Von technischer Raumschiffwartung bis hin zu Ernährungsplänen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Organe angepasst sind. Willkommen an Bord dieser koreanischen leichten Korvette der Defender-Klasse. Sie wurde speziell darauf ausgerichtet, einem Jedi sowohl erstklassige Kampfmöglichkeiten als auch eine angenehme Atmosphäre für die Meditation zu bieten. Neben den üblichen Annehmlichkeiten finden Sie hier auch einen gesicherten Kapitänsspind, in dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren können. Auf Ihrer Brücke finden Sie eine ständig aktualisierte Karte der Galaxis. Ein wahrlich schöner Anblick. Wichtige Nachrichten aus dem republikanischen Netzwerk können über die Holonetz-Konsole abgerufen werden. Langstreckenkommunikation ist über das Holo-Terminal möglich. Und dann gibt es noch das Intercom des Schiffs, mit dem Sie Treffen mit Ihrer Crew einberufen können. Haben Sie irgendwelche Fragen? Hört sich an, als wärst du ziemlich vielseitig. Wie sieht es mit Kampf aus? Wie Sie sehen, bin ich nicht gegen physikalische Gefahren gewappnet. Meine Funktionen sorgen dafür, dass dieses Raumschiff Ihnen auch auf langen Reisen ein Heim ist. Ich bin natürlich immer gerne bereit, alle ungefährlichen Aufgaben für Sie zu übernehmen. Ich bin sehr stolz auf meine Liebe zum Detail. Was wäre denn so eine ungefährliche Aufgabe? Meine Programmierung erlaubt es mir, andere Technologie zu modifizieren. Ich kann außerdem in den Bereichen Langstreckenüberwachung und Diplomatie eingesetzt werden. Ich versichere Ihnen, ich bin ziemlich nützlich. Wenn Sie bereit sind aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Die Schiffscomputer kümmern sich dann um den Rest. So, was die Grundregeln betrifft. Meisterin Kiwix hat mich einfach machen lassen, was ich wollte, solange ich ihr nicht im Weg war. Tut dasselbe wie ich, dann gibt es keine Probleme. Das heißt, wir improvisieren.
Prima. Zweite Frage. Was ist meine Aufgabe hier auf dem Schiff? Ich stehe nicht gern einfach so rum. Das macht mich ganz kribbelig. Das Schiff ist groß und es gibt jede Menge zu tun. Macht einfach das, was euch gerade nötig erscheint. Dann programmiere ich als erstes den Computer um, damit er mich Meisterin nennt. Wie wär's, wenn wir jetzt mal die Galaxis retten? Hast du mir etwas zu sagen? Freut mich, wenn meine Besatzung zufrieden ist. Es ist immer schmerzhaft, wenn man jemanden verliert. Weißt du denn, wo er sich aufhält? General, ich bin jetzt auf Ort Mantell. Das trifft sich gut. Ich habe dort gerade alles mit meinem Bodenkontakt koordiniert. SED-Agent Otter hat die feindlichen Übertragungen zu einem bestimmten Ort auf dem Planeten zurückverfolgt. Er wird euch alles erklären. Ihr könnt eure T7-Einheit an Darth Angras Hyperraum-Datenempfänger anschließen und seine Kommunikationen herunterladen. Nehmt den Droiden mit. Ich kann dann wieder die Jarik mit mir selber spielen, während ihr den ganzen Spaß habt. Ich bin bereit aufzubrechen, General. Nehmt eine Fähre zur Oberfläche und trefft euch mit Agent Otto. Viel Erfolg. Vasata, Ende. Ich habe ja schon viele runtergekommene Raumhäfen gesehen, aber der hier ist der schäbigste von allen. Ist wohl doch ganz gut, dass ich hier bleibe. Ich passe auf, dass keiner unsere Schubdüsen klaut. Erkundet den Raumhafen, während wir weg sind. Wenn er wirklich so übel ist, könnte Darth Angral hier vertreten sein. Das würde mich nicht überraschen. Ich werde mal ein bisschen stöbern gehen. Viel Spaß da unten. Agent Otto, republikanische SID. Willkommen auf Ort Mantell. Hoffentlich habt ihr was für Kriegsgebiete übrig, Jedi. Der ganze Planet ist eins. Was habt ihr über Darth Angrals Operationen hier herausgefunden? General Vasatra wollte, dass ich einen Suchdroiden zu den Koordinaten des Hyperraumdatenempfängers schicke. Zwei Dinge habe ich so erfahren. Erstens, er ist auf einer Insel. Und zweitens, die mögen dort keine Besucher. Mein Suchdroide wurde atomisiert. Passt auf, dass euch das nicht auch passiert. Atomisiert zu werden steht nicht auf meiner Aufgabenliste. Wenn ihr den Hyperraumdatenempfänger findet, schließt ihn an eure T7-Einheit an und ladet alles aus den Logbüchern herunter. Mit etwas Glück erfahren wir so, was Darth Angral vorhat. Wir sehen es. Name Markovic. Rang Lieutenant. Mehr erfahrt ihr nicht von mir, Jedi Abschaum. Ich bin sowieso nicht euretwegen hier. Hey, was macht dieser Droide da? Verschwinde! Kopier so viel wie möglich, T7. Wir müssen wissen, wozu dieser Verwüster in der Lage ist. Ihr werdet nicht lange genug leben, um jemandem davon zu erzählen. Sorgt dir die restlichen Daten über Darth Angrals Verwüsterpläne. Und zurück? Das ging schnell. Darth Angrals Stützpunkt ist zerstört, aber meine Mission war nur ein halber Erfolg. Momentan bin ich für jeden Erfolg dankbar. Wenigstens hat das Imperium jetzt ein Schlupfloch weniger. Ich werde ein Team zusammenstellen und versuchen, die Insel für uns zu gewinnen. Ihr solltet General Vasatra Bericht erstatten. Wir sehen uns. Also war euer Meister die ganze Zeit hier.
Gut gemacht, Padawan. Eure Lügen haben selbst Darth Angral überzeugt. Legt euer Lichtschwert ab und entfernt euch von meinem Padawan. Verschont mich mit euren lächerlichen Befehlen. Ich habe hier das Sagen, nicht ihr. Der imperiale Geheimdienst hat bemerkt, wie dieses Mädchen auf der Station herumschlich und meinen Meister alarmiert. Darth Angral hat 20 Parsecs zurückgelegt, um sie persönlich zu verhören. Leider wurde uns weisgemacht, ihr wärt nicht hier. Hab diesen Trotteln erzählt, ihr wärt auf Corellia. Sei es drum, jetzt haben wir euch. Ergebt euch oder euer Padawan stirbt. Er lügt, er kann mich nicht töten. Angrals Befehle. Warum will euch Angral lebendig? Macht euch um mich keinen Kopf. Kümmert euch lieber um Lord selbstgefällig. Ich werde nie verstehen, warum ihr Jedi immer so leichtfertig euer Leben wegwerft. Ihr riskiert euer Leben, um dieses Mädchen zu retten? Warum? Ein irregeleitetes Pflichtgefühl? Das hat nichts mit Pflichtgefühl zu tun. Es ist persönlich. Ihr seid wirklich interessant. Ein Jammer, dass ihr sterben müsst. Wenn ich Darth Angral euren Kopf bringe, wird er sich überaus erkenntlich zeigen. Versteht das nicht falsch, aber ich war noch nie so glücklich, euch zu sehen. Und ich erst. Das ist interessant. Aber egal, wir haben große Probleme. Angral wollte von mir alles über euch wissen. Er hat gedroht, mich umzubringen, wenn ich seine Fragen nicht beantworte. Ihr habt ihm offensichtlich nichts Nützliches erzählt. Für was für ein Jedi haltet ihr mich? Angral ist mit einem imperialen Admiral an Bord eines Schlachtkreuzers gegangen. Klingt, als hätten sie eine neue Waffe. Verwüster? Wir sollten sofort den General warnen. Sieht so aus, als hätte Tarnis eure gesamten Waffenprojekte kombiniert und daraus etwas mit dem Decknamen Verwüster gebastelt. Anscheinend rüstet Angral jetzt seinen Schlachtkreuzer damit aus. Dann ist es kein Zufall, dass der Kontakt zu Agent Galen abgebrochen ist. Der Feind räumt unsere Waffenforschungsanlagen aus, um diesen Apparat zu bauen. Darth Angral hat auch schon die anderen Waffen unter seiner Kontrolle. Agent Galen ist in eine Falle getappt. Darth Angral darf diesen Verwüster nicht fertigstellen, was immer das auch ist. Ihr müsst mir helfen, das zu verhindern. Es ist äußerst wichtig, Nar Shaddaa zu sichern. Aber auf Taris gibt es ein ebenso kritisches Ziel. Was denn? Habt ihr auf Taris etwa noch eine Superwaffe, die ihr bisher nicht erwähnen wolltet? Ich sage lieber nichts mehr, bis ihr da seid. Wie kann ich ohne Informationen informierte Entscheidungen treffen? Es gibt hier zu viele Sicherheitslücken. Ich kann nicht riskieren, dass dem Feind etwas bekannt wird. Meldet euch bei mir, wenn ihr Taris oder Nar Shaddaa erreicht. Und viel Glück!